Herzlich willkommen zum Magazin. Holy Farb Festival nennt sich der Trend aus Indien. Dabei bewerfen sich tausende Menschen gegenseitig mit Farbpulver. In Köln blieb das nicht ohne Nebenwirkungen. Ein paar Blondinen haben jetzt jedenfalls die Nase von dem Fest gestrichen voll. Wie kann das sein, dass Heidi Klum und viele andere Promi-Damen mit 40 Jahren so verdammt jung und faltenfrei aussehen? Das möchte ich auch. Unsere Gesundheitsreporterin hat vielleicht die Formel für Sie. Oder haben Sie schon mal davon gehört, dass man sich schön essen kann? Lohnen könnte sich für Sie auch unsere Aktion Star für einen Tag. Möchten Sie einmal einen Tag lang verwöhnt, gestylt und fotografiert werden? Dann bewerben Sie sich. Wir suchen zusammen mit der Funkuhr Frauen über 40. Was ist das Schlimmste, was einem Künstler passieren kann? Das klären wir gleich mit The Boss Hoss. Für uns lassen die Cowboys bei einem Espresso die Hosen runter. Ich freue mich schon. Willkommen zurück. Es ist Kaffeezeit mit den coolsten Cowboys Deutschlands. Boss Hoss. Die sind ja so beschäftigt, dass sie dringend eine kleine Pause brauchen. Mit uns. Das war's von uns. Morgen um 17 Uhr haben wir wieder eine Verabredung. Einverstanden? Ich freue mich schon auf Sie. Bis dahin noch einen ganz schönen und entspannten Abend. Tschüss. Willkommen zum Magazin. Der Wochenmarkt auf dem Karlsplatz in Düsseldorf ist bekannt für eine edle Auswahl an Produkten. Doch jetzt hat ein Zeitungsreporter beobachtet, wie ein Markthändler Himbeeren im Supermarkt gegenüber für je 2 Euro gekauft hat, um diese dann für 4 Euro an seinem Stand weiterzuverkaufen. Wir sind dem Skandal nachgegangen. Unser Restauranttester Mirko ist wieder unterwegs, und zwar an der Ostseeküste. Dieses Mal hat er sich ein im Internet schlecht bewertetes Touristencafé vorgeknöpft und ist zum ersten Mal erkannt worden. Die ganze Geschichte jetzt. Ein gutes Glas Wein. Was glauben Sie, welcher ist der beliebteste Wein der Deutschen und wie viel kostet er wohl? So viel sei schon mal verraten, man kann ihn auch im Discounter kaufen, aber hier gibt es sowohl im Preis als auch im Geschmack beträchtliche Unterschiede. Kreuzfahrten sind bei den Deutschen sehr beliebt. Wahrscheinlich auch, weil sie eine gute Möglichkeit sind, Urlaub zu machen und dabei ziemlich viel zu sehen. Auf den Schiffen wird dabei jede Menge geboten. Unterhaltungsprogramm, Wellnessbereich. Doch jetzt gibt es einen Luxusliner, der alles übertreffen soll. Restaurants hatte ich schon Angst vor einer Lebensmittelvergiftung. So komisch kam mir das Essen vor. Aber die bösen Keime lauern vor allem in der eigenen Küche. Hätten Sie das gedacht? Höchste Zeit für Leanders Gerüchteküche.